Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich so sehr bemüht, dass sein Auto zu ihm spricht. Ich würde es ihm sehr gönnen, genauso wie die Freiheit, die er jetzt gleich besingt. Aber sehen Sie selbst. One morning in June, 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. Was hat dir dieses Auto und der wunderbare David Hasselhoff angetan? Warum faszinieren sie dich so sehr? Also... Gleich was anderes, ha? Heiß ist unter der Perücke, gell? Bisschen, ja. Also es hat angefangen mit dem, dass ich mit meinem Vater in Deutschland auf einer Automesse war und da ist zufällig der Kick gestanden. Und wie ich das Auto das erste Mal gesehen habe, das hat mich fasziniert und da habe ich mich gleich vor der Hand von meinem Vater losgerissen. Bin unter die Absperrung durch und habe mir das Auto eingesetzt und habe mir gedacht, ich bin in einem Raumschiff. Ne? Also, durch die ganzen Sachen, was da eingebaut waren, die Leichten und das komische Lenkrad und einfach eine Faszination für jedes Kind. Liebe auf den ersten Blick. Sozusagen. Hast du eine Frau auch? Ja, ist heute hier mitgekommen. Gut, also das hätten wir erledigt, weil sonst Männer gerne Autos mit Frauen vergleichen und oft die Autos mehr lieben als die Frauen. Das ist bei dir nicht so. Nein. Naja, aber du hast sogar einen Kit die gebaut? Ich habe mir selbst ein Kit umgebaut, also einen normalen Pontiac Trans Am. Okay. Und ja, wie man es sieht. Ja. Und habe da ja, ein halbes Jahr gebraucht, das sind circa 120 Arbeitsstunden gewesen. Und Wahnsinn! Habe halt angefangen, Teile zu bestellen und mir im Internet schlau gemacht, wie was funktioniert. Und habe dann gesagt, so, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt stürze ich mich überall drüber. Aber Thomas, das ist doch schon cool, oder? Das ist schon, weil ich sage es selber, ich habe als Buben alle Sendungen gesehen. So. So schön, wie das Auto geflogen ist und alles. Das gefällt dir schon wieder? Das ist eher, es ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Showcar nachher. Genau. Für Sendungen, wo Shows sind, tritt er mit dem Auto auf. Machst aber du er bleibt der normale Mensch. Ich bin schon in vielen Einkaufszentren aufgetreten und so in verschiedenen Fernsehsendungen war ich auch schon drin. Na? Und ja, es macht richtig Spaß, vor der Kamera zu stehen und einfach den Leuten das Auto mal so von der Nähe zu zeigen und zu präsentieren. Du hast gerade gesagt, Thomas, er bleibt ein normaler Mensch, im Gegensatz zu wem? Ja, er sagt, seine Alltagskleidung ist natürlich sein Vogel auf dem Kopf. Er läuft im Endeffekt immer mit Dino. Er ist sonst mit der normalen Kleidung unterwegs, wenn er mit seinem Auto unterwegs ist. Aber vielleicht ist er verrückter als so manche andere. Du bist Installateur, genau. Willst aber Schauspieler werden. Richtig. Ja. Er ist der sogenannte, ich sage so wie der Kuhvertrachtler, der fährt mit dem normalen gewohnt hin, zieht sich um, ich bin nicht da, weil ich bin auch mit dem normalen gewohnt hergefahren, habe mich mit denen angezogen, bin da bei der Sendung und will mich nachher wieder anziehen und wieder heimfahren. Das heißt, er ist der gleiche, ist auch ein Kuhvertrachtler, er fährt her, zieht sich um, hat sich seine Perücken auf, macht die Show und dann ist es wieder vorbei. Okay. Aber er ist schon ein bisschen David Hasselhoff.
Ja, das ist ganz gut gemacht, hat mir gut gefallen. Nein, was nicht so. Kit, hol mich ab. Ja, genau. Das war schön, wenn er da war. Das ist genau. Ehrlich. Sehr bequem. Aber dir gefällt es auch, Jumbo? Sehr bequem. Schon, gell? Nein, ich muss immer meinen Chauffeur anfordern, ja, dass ich irgendwas transportieren kann. Nein? Meine Beutesachen. Genau, genau. Nein, ich muss selber sagen, ich kann mich auch noch erinnern, das Auto war bei uns auch in Lierzen einmal und da haben wir die Möglichkeit gehabt, nur dass du mal da einmal reingesehen hast, aber es ist eigentlich ein super Nachbau. Ja. Das ist, wenn man es jetzt vom Beutel gesehen hat, der Wahnsinn, das Auto. Mir gefällt es ja selber. Da habe ich mir schon gedacht, der Bauer hat das schon mal bei der Enstel-Klassik. Aber du möchtest wirklich Schauspieler werden? Ja, es war ja schon immer meine Leidenschaft von klein auf, seit ich die Serie gesehen habe. Und schon auch vom Auto und von David Hasselhoff selber, wie er sich bewegt, wie er redet, was er tut. Also das hat mich nur fasziniert und nicht mehr loslassen. Ne? Aber du weißt, das Leben eines Schauspielers hat auch Schattenseiten. Das muss man riskieren. Ja, Hasselhoff, weißt du, ich meine... Nein, man muss ja nicht alles noch machen. Genau. Nicht jede Liebe wird bedingungslos in der Öffentlichkeit angenommen. Verbotene Liebe, warum werden wir verurteilt? Kommen Sie zu Barbara und wir reden drüber. 0900 91 00 98.